Vor einem Jahr. Ein Hallo Leute und damit herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist nur mein Vorstellungsvideo. Ich habe hier. Auf jeden Fall. Ja. Mein Gott, kannst du auch was anderes als Ja sagen? Ja. Moin! Ein Jahr her, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Und da habe ich mir gedacht, dass ich jetzt mal so ein Special machen kann. Da mein Kanal schon ein Jahr alt ist, so als Special. Und ja, in diesem Video möchte ich darüber reden, was bald auf meinen Kanal kommt. Und ja, vielleicht denken sich einfach Leute, das ist komisch, wie ist das denn eine Maske auf? Ich zeige mich jetzt vorerst nicht auf YouTube. Aber ja, in diesem Video rede ich dann mit euch darüber, was bald auf meinen Kanal kommt und was dieses Jahr passiert ist. Genau hier habe ich heute, wenn das wieder rauskommt, vor ein Jahr mein erstes Video hochgeladen, was ich euch gerade schon eingeblendet habe. Ist vielleicht etwas komisch, aber ja. Jedenfalls dieses Jahr haben wir coole Videos gemacht. So, meiner Meinung nach, ich glaube, ihr fandet am besten Minecraft Royal. Mir hat es auch gefallen. Und ja, wir haben auch Videos hochgeladen wie Roblox Escape, aber auch, verstörende Videos wie, Steht, was ich meine. Ich wollte auch ein Danke sagen an, Rudi, Mirko und Jan, dass ihr mitgemacht habt. Jan kennt nicht so viele, der war nur bei einem Video dabei, nämlich bei dem Video Willkommen, bei dem verstörenden Roblox-Video. Da konnte man ihn manchmal auch kurz hören. Es gibt leider auch traurige Nachrichten, nämlich Minecraft Legendary muss leider abgebrochen werden, da kam nur eine Folge raus. Da habe ich auch nur 2 Monate oder so lang nichts mehr hochgeladen mit Mirko oder vielleicht sogar mehr. Weil Vlogmas Multiplayer hat, soweit ich weiß, kein neues Update mehr. Ich glaube, da gibt es vielleicht was Neues, ich weiß es aber nicht. Deswegen muss Minecraft Legendary leider abgebrochen werden, weil ja, Vlogmas Multiplayer keine neuen Updates mehr machen, dann kann man das nicht mehr online spielen. Ja, dann auch noch Minecraft Royal. Es hat jetzt eine etwas längere Pause, denn ich habe da gerade technische Probleme. Ich werde versuchen, so schnell wie es geht, dann bald wieder ein neues Video hochzuladen. Wann das ist, kann ich euch noch nicht versprechen. Was dieses Jahr auf meinen Kanal kommt, nämlich habe ich mir ein Beispiel in 3 YouTuber genommen, nämlich Ballandor, Keggy und Alan Walker. Also Alan Walker könnt ihr euch schon denken, wie mit der Maske sieht vielleicht ein wenig so aus. Was ich mir genommen habe bei Ballandor, ich glaube, der ist nicht so ein bekannter YouTuber, der hat so 1500 Abonnenten, glaube ich. Der wird bald, da habe ich mir vorgenommen, so was aufzunehmen, Mario Kart Wii. Da redet er auch immer so über Themen. Und das habe ich dann auch vor, dann so Mario Kart Wii aufzunehmen, dann immer über irgendein interessantes Thema zu reden. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ja, bei Keggy habe ich mir gedacht, dass ich die Videos so versuchen werde, so lustig zu bearbeiten, wie er es macht. Das können sie mal gut mit den Gaming-Sachen mischen, wie Minecraft Royal oder ich glaube Roblox-Videos mit Mirko und Rudi, da wird das nicht so gut reinpassen, aber vielleicht auch ein wenig. Dann könnte ich es auch bei Raymond Raving Rabbits machen. Und ja, ich hoffe, es wird euch dann auch gefallen. Ich habe vor, auch möglicherweise bald öfters Wii-Spiele zu spielen, wie zum Beispiel Mario Kart Wii, habe ich schon gesagt, und möglicherweise auch Super Smash Bros. Brawl. Möglicherweise werde ich dann bald den Story Mode spielen. Und ja, das wird sehr wahrscheinlich ein Singleplayer-Modus sein,
weil es komisch wäre, auf dem Laptop hier, da kann man ist nicht so gut, wenn man ganz zweit spielt. Deswegen, also da erkennt man nicht so viel. Deswegen, das könnte da etwas verwirren. Dann, bei Elouroka, fragen sich welche, was habe ich mir da vorgenommen, also was ich von ihm jetzt Beispiel genommen habe, wären die Musikvideos, keine Musik, Videos, ich meine, so Musik in der Copyright Sound Style, denn ich habe ja auch angefangen bei Roblox Escape Folge 3, glaube ich, war das, nein, 4 war das sogar, ich glaube schon, ja, da habe ich auch schon angefangen, nur Copyright Sound Musik hinzuzufügen als Hintergrundmusik und da habe ich schon, also ich mag noch Copyright Sound Musik und dann möchte ich so Musik selbst machen in No Copyright Sound Style. Hier, ich zeige euch mal. Ich habe mir schon, nämlich schon, hier seht ihr es ja. Hier habe ich mir schon No Copy FL Studio 20 heruntergeladen, meine ich. Da werde ich dann bald anfangen, auch was zu machen davon, also selber Musik zu machen mit FL Studio 20. Deswegen, aber das kann auch etwas dauern. Also mein Ziel dieses Jahr ist es, einen eigenen Song dazu machen. Sozusagen möchte ich jetzt so ähnlich die drei Kanäle fusionieren. Ich arbeite noch etwas dran, also ja. Ich habe ja auch vor kurzem ein neues Video hochgeladen. Wayman Waving Rabbits, also ich habe es jetzt noch nicht hochgeladen. Ich nehme das hier schon am 30.01. auf, damit ich dann besser schneiden kann. Sonst könnte das etwas knapp werden mit dem Hochladen. Also der Kanal wird am 2.02. ein Jahr alt und ich hoffe, dass ich es dann jetzt auch schaffe, das dann hochzuladen. Und ja, ich hoffe, euch hat auch gefallen, wie ich jetzt den Videostil bei Wayman Waving Rabbits etwas verändert habe. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich das bei mehreren Videos machen soll, weil sonst dauern die Videos zu lang und dann kann ich auch verstehen, dass man nicht so wie zum Beispiel bei dem Weihnachtsspecial 42 Minuten lang ein Video sehen möchte. Also dann werde ich es mal gucken, ob ich so auf 15 Minuten oder so einschränken kann. Bei Waving Rabbits ging das neue Video so 18 Minuten. Da konnte ich nicht mehr einschränken. Also ich habe da schon recht viel rausgeschnitten. Also was sonst wäre das unlogisch und dann würdet ihr nicht mehr richtig mitkommen. Also dann würdet ihr nicht mehr so viel verstehen. Waving Rabbits werden jetzt noch 6 Parts kommen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht wird der letzte Part etwas länger dauern. Da werde ich noch alle Minispiele, die ich noch nicht fertig gespielt habe, wieder spielen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Q&A-Video heute gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, was bald auf meinen Kanal kommt, könnt ihr es mir selbst, könnt ihr, also wenn ihr Ideen habt, was ich für Themen zum Beispiel bei Mario Kart Wii machen soll, sollte ihr euch interessieren würden, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich werde auch versuchen dran zu arbeiten, bald so Thumbnails zu machen, so bessere, und nicht nur so ein Videoausschnitt irgendwie so als Bild dann dazu haben. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ein Outro habe ich leider noch nicht. Oder ja, mal sehen. Ich guck mal, vielleicht blende ich was ein. Dann würde ich sagen, ciao, Leute!